So, Dax wird's mal so Laune, Alter. Ich komm. Ich zock den Rest des Spiels noch. Sogar noch bei dem Checkpoint gespeichert. Komm, ich zock den Rest des Spiels noch auf entspannt durch. Okay. Jawohl. So hatte ich das nämlich gemacht. Okay, alles klar. Kann man auch erstmal so sterben. Ah, dann habe ich nicht reagiert. Okay, komm, hau mich nochmal weg. Jetzt. Aber der ist nämlich perfekt am Anfang schon in der besten Position. Ja, und da einfach außenrum, damit man nicht getroffen wird. Man sieht's ja, das ist halt so, die Level sind klein genug, um, ich denke mal, selber zu sehen, was ich hier immer mache. So, das ist eigentlich meist, was man hier tut, selbsterklärend. Wir können mal über andere Sachen reden. Aber was kann man denn reden? Ja, ich habe mich jetzt nicht zu ApoRed äußern. Aber dieser Typ ist halt echt. Sagen wir einfach mal so, nicht nur sein Kontoauszüge sind Blendung. Der hat noch mehr, viel mehr Blender-Sachen am Start. Nicht nur Autoscoot und so und so ein Scheiß. Selbst sein verfickter Name. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, aber selbst sein verfickter Name ist geklaut. ApoRed kommt nicht mal von ihm selber. Muss man sich mal vorstellen. Naja. Ist halt so. Was ich auch noch krass fand, war dieses von Tim Jacken, dieses Steffen-Ausfight-Video. Es war auch richtig hart. Dieser Typ ist ja auch komplett lost. Die Art und Weise, wie der Frauen behandelt und wie der über Frauen redet, so, das ist halt so. Ja, Digga. 18. Jahrhundert hat angerufen und die wollen ihre Meinung wieder haben. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, gönnt euch das. Das Video ist zwar ewig lang, aber gönnt euch das. Ist schon richtig nice. Hat so einen ähnlichen. Ah, fuck, hat so einen ähnlichen Rezo-Vibe. Von mir, obwohl ich das nicht mal böse meine, Tim Jacken irgendwie sympathischer ist als Rezo. Ich hab meine Seite aufgeschlagen. Genau, ich habe mir die nur aufgeschlagen. Rein. Ah, ich kann ja auch hier so wieder hochgehen, natürlich. Okay, das war ja komplett lost von mir. Ach, wo war ich? Ach, keine Ahnung. So ein Problem, was ich in letzter Zeit habe. Ich verliere zu oft den Faden. Aber daran, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel gesmilkert habe in diesem Monat, sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen runtersetzen. Geht doch. Und wieder geschafft. Mann, das war jetzt nicht nötig. Oh ja, ich hab's wieder gemacht. Alter. Ah, okay, das war das. Okay, so. Eine fickte Scheiße. Was ist los jetzt? Ja, ne? Ist auch besser so, gell? Ah, das ist das mit den Fässern. Stimmt. Kann man einfach an sich rankommen lassen. Dann ziehen die an einem vorbei. Ja, ich finde das. Ich habe mir die Rocky-Frisur geholt. Ich glaube, das letzte, was man freischaltet, ist das. Mit dem Zockschkram, mit dem Ding. So ein bisschen Kosmetik. Es ist einfach nice. Es ist entspannt, selbst wenn du stirbst. Es juckt dich einfach nicht. Bei Super Meat Boy, ich drehe komplett durch. Hier, es juckt mich einfach nicht. Na gut, wie ich auch schon gesagt habe, das Spiel ist deutlich einfacher als Super Meat Boy. Und es hat dir überall Checkpoints nach jedem Hindernis. Und bei Super Meat Boy schon 30 Sekunden am Start bist, also das Level, keine Ahnung, für A-Rank 40 Sekunden dauern, du schon 30 Sekunden dabei bist und dann stirbst, dann ist es schon echt ärgerlich.
Aber hier, wenn es kein Zeitlimit gibt, da kann man sich einfach ganz entspannt. Ah, scheiße. So. Das war so. Komm mal runter. Brauche ich noch dich. Ja, rein. Ich hole dir das Ei. Das kam zuerst das Huhn oder das Ei, scheinbar das Huhn alle, weil es schnappt sich das Ei. Aber zur Sicherheit. Ah ja, war ja was. Ah, das sind so Teleport-Dinger. Boah, ja, die sind in Super Meat Boy auch. Die kommen noch in Super Meat Boy. In Welt 4 Hölle. Die sind so behindert, diese Portale. Oh mein Gott. Die gehen mir da so auf die Eier hier nicht. Ich meine, was mache ich hier? Naja, So, ich meine. Easy. Und das Spiel, das habe ich noch gar nicht gesagt, es kostet 1,47 € momentan, ist im Summer Sale. 1,47 € für 100 Level. Spaß. So, das Ding alles nichts. So, ich komme oben raus. Ja, gut. Ah, das ist sogar das da, das ist sogar noch einfacher. Ja, ich meine, guckt euch das an. Und schon ein bisschen Checkpoint, das ist doch easy freezy. Da muss ich nochmals. Ah, da muss ich drüber. Genau, ich muss drüber. Ich getroffen werde. Ich sterbe maximal einmal oder vielleicht dreimal, einfach nur weil ich es verpeile. Ach so, ja, das ist das obere. Das obere ist das. Ah, weiß ich auswendig schon. Yay, ich liebe halt solche Spiele, so, dass sie erinnern, auch erinnern an diese Super Mario Maker und diese abgefuckten Community Levels. Oh, das war keins von denen. Ich muss komplett da nochmal runter. Das war so, genau. Easy. Ah. Ah. Ich bin gesprungen, okay. Jetzt aber. Das Ding ist böse. Ah, fuck. Das Ding ist wie so ein Laser. Einfach komplett durch die Mitte, damit die Laser einen nicht treffen. So, muss doch. Ach du Scheiße. Ja. Ach, geil. Ja, okay, ein Glück. Wollte gerade schon sagen, ja. Die Fahne nicht bekommen. Böse. Jawohl. Und jetzt sind wir. Ah, das ist Level 75, das ist das Easter Egg. Hier ist das Easter Egg. Machen wir so. Ah, das sind ja die Dinger. Also diese, die sind wie Laufbänder. Und Super Meat Boy.
Was kann ich denn noch sagen, außer ich habe es überall schon gesagt, so ja genau, das nächstes Jahr erstmal das hier kommt wahrscheinlich. Fahrenheit kommt auch noch. Ach, das Level ist richtig eklig. Ah, fuck. Du musst erst die unten aktivieren, bevor du die oben aktivieren kannst. Und es ist richtig schwierig, auf der mittleren Plattform zu landen. Ich schaff's im dritten Versuch. Aber es ist halt wirklich schwierig. Ich habe so lange gebraucht, bis ich schon mal durchgezogen. Ah! Na, geht doch. Ja, und ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich vielleicht sogar meine Sachen markiere, ab welchem Datum die aufgenommen wurden. Damit mal so ein paar Sachen, die ich sage, kontradikten sich dann mich manchmal so. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich darüber rede, wie scheiße Corona ist. Und 3 Monate, nachdem ich kein Corona mehr habe, ist halt schon ein bisschen, sollte man vielleicht halt wissen. So meine ich das. So, in die Mitte rein. Und los. Wir sind jetzt schon bei Level 82. Ah, scheiße, das war das Ding. Okay, das ist so. Man kann stehen bleiben, man darf nicht doppelt laufen. Auf diesen Dingern. Sonst werden die rot, wenn die rot sind und sich nicht drehen, dann bedeutet es tot. Ja. Alles jedoch in allem ziemlich machbar. Ach, scheiße. Ach, komm schon. Jetzt mal auf erste Ecke, weil dann kann ich nämlich einfach so machen. Jawohl! Doch, das war jetzt mal schwieriger. Das ist jetzt aber auch ziemlich einfach. So. Weiter geht's. Böse. So, okay, verstehe. Okay, dann muss man so hoch. Oh. Dann schräg, jawohl. Oh, jetzt kommen diese Geisterdinger. Die verschwinden und sind dann wieder da. Nämlich nicht ohne. Scheiße. Ach so, ist ja einfach, Digga. Ach du Scheiße. Okay, ich hab's mit einem anderen Maß gemacht, hab viel komplizierter gemacht. Einfach, und hier ist wichtig, drüber springen und dann Kreis. Dann kommst du rüber. Warte, komm. Was hat der gesagt? Jawohl.
sehen. Und weiter. Level 89. Ach komm. Ich hab nicht mal die Flagge bekommen. Oh, das bitte. Jawohl. Das hier ist auch nämlich ein bisschen eckig. Du musst nämlich dahinter springen und dann Kreis. Drittisch. Boah, knapp. Nice. Oh mein Gott, das sind die Granaten. Und wenn man dagegen kommt, noch in diesem Feld steht von denen, dann ist man tot. Also kann man sicher denken. Okay, alles klar. Ah! Ich hab's nicht schnell genug gemacht. Ah. Okay, verstehe. Oh, das ist der Scheiß jetzt. Aber das geht eigentlich voll fit. Ah, hab ich gesehen. Okay, verstehe. Jawohl! Jetzt kommen die letzten drei Level. Und damit wird man die ganze Zeit von diesem Typen gejagt. Was einen ganz schön nerven kann. Komm her! Komm her! Ah, du Mente. Bumm. Oh, noch zwei Level. Wenn nicht nach da unten. Noch zwei Level, stimmt. Danach kommt noch eins. Das fand ich auch ein bisschen... Das ist ein bisschen easy eigentlich. Auch wenn der dich jagt, muss er einfach nur schnell sein. Beziehungsweise nicht mal wirklich schnell sein. So, reicht schon. Das ist jetzt letzte Level. Letzte Level. Und das war Dark Souls. Kommen wir jetzt wieder zu diesem Brief, der ist diesem Congratulation von the, also Congratulation for playing, nee, nicht Congratulation, thank you for playing. Glückwünsche, Danksagungen, ähnlich, aber nicht dasselbe. Ähnlich, aber nicht dasselbe. Ich lass diesen Brief einfach nochmal einblenden, einfach weil ich finde das, wie gesagt, ich finde das extrem sympathisch. So ein Ein-Mann-Dude, der sich denkt so, yo, ich will ein Game machen, ich weiß nicht, kommt's gut an, kommt's nicht gut an, hat sein Herzblut da reingesteckt. Und am Ende kommt dann noch so ein stabiler Brief und so, Digga, das Spiel ist, falls du das guckst, Entwickler, das Spiel ist stabil! Naja, wohl, der wird's wahrscheinlich nicht gucken, weil das ist auf Deutsch, aber stabiles Spiel, Digga. Auf jeden Fall, Dark Souls plus 2, ich warte drauf. Und ich warte auf das Update, denn alle Hard Levels, du Fuchs, die gibt's noch nicht. Das sind alles Casual Level. Level 1 bis 100 im Hard Modus ist der Casual. Wo willst du dribbeln? Was heißt dribbeln? Aber du hast, wahrscheinlich ist es schon da, aber es sind noch keine Updates gemacht, weil
Die 100 Casual Level sind dieselben 100 auch im Hard Mode. Es ist wirklich keine Veränderung. Ich habe mehrere Level durchgeguckt. Es ist keine Veränderung. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich hier anwenden muss. Wenn es einen Hard Mode gibt, dann soll es den auch geben und es soll nicht der Casual Mode sein. Nur mit einem anderen Namen, weil es sind, wie gesagt, exakt dieselben Level. Und ich erwarte eher, dass dann vielleicht nochmals in die Richtung kommt. Weil das Spiel ist dieses Jahr rausgekommen. Dieses oder letztes Jahr. Und wie gesagt, 1 Euro, 1,49 Euro war es, glaube ich, hat 1,47 Euro. Lohnt sich. Besonders für die Platin-Hunter, denn wie gesagt, hier gibt es ein Platin. Muss nur durchspielen. So, es hat Spaß gemacht. Und da sich im Allgemeinen auch Leute, sag ich mal, was heißt Leute, in Anführungszeichen, zwei, drei Leute haben mir das kommentiert, dass sie ja solche Spiele mögen wie Ghost Runner. Und deswegen dachte ich mir, komm, dann mache ich auch mal mehr was in die Richtung. Ich meine, ich habe Fahrenheit, ich habe da 14 Parts fertig, ich muss sie nur schneiden, also wird es auch kommen. Also es hat keinen Sinn, die 14 wegzuwerfen. Ich werfe schon 13 andere Parts weg. So, und die Fahrenheit sind ja nicht scheiße, also es kommt einfach noch nicht so an, wie es soll. Außer das erste Video, das kam ja brutal an. Beziehungsweise ist immer noch mein bestgeklicktes Video mit über 300 Views. Es wird im Monat über 100 Mal geklickt, so, ich meine, kann man nicht meckern, nur bei Dislikes kann man meckern. Aber es ist halt so, es ist halt auch so, das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, auch wenn es jetzt untergeht, was am Ende des Videos ist. Ich werde empfohlen, dieses Video, Fahrenheit, wird empfohlen nach Morden im Norden, nach zwei Folgen Morden im Norden und meine Ghost Runner Videos werden nach Tierärztin Dr. Martens empfohlen. Ohne Witz, nach Folge 41, 43 und ich glaube 54 werden in der rechten Seite, wo halt diese Suggested Videos sind, also die du empfehlen würden, weil sie Dr. Martens Tierärzte mögen, könnten sie auch das mögen. Und das sind dann meine Ghost Runner Videos. Wo ich mir dann auch denke, Digga, was ist los mit dem Algorithmus? Oder, ich meine, ansonsten schreibt mir gerne, wenn ihr Dr. Martens Fans seid und dadurch auf meine Videos gestoßen seid. Ich meine, das wäre auch irgendwie interessant. Naja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wie auch immer. Ich werde jetzt schneiden. Ja, in Anführungszeichen, weil. Ich sag's frei raus, ich kann nicht gut editieren und die Software, die ich benutze, ist nicht die beste. Ich sollte eine andere Software benutzen. Aber kann ich nicht, weil Money! Die auf PC, wer heißt denn diese Scheiße? Adobe, was alle benutzen, das gibt's ja gratis für 90 Tage, cool, aber danach kostet irgendwie 40 oder 50 Euro im Monat. Und ich denke so. SharePlay oder. Ne, ich heiße nicht SharePlay. Skillshare, naja. Ach, dieses Programm halt von der PlayStation. Es ist dafür einfach praktischer. Mittlerweile habe ich auch ein paar andere Sachen, habe ich jetzt in der letzten Woche gefunden, wo das Ganze vielleicht ein bisschen, sag ich mal, besser wird. So, wenn ich Texte einblende, dass die halt auch zum Beispiel halt so farblich besser sind, dass sie in den Hintergrund besser passen. So eine Scheiße halt. Mit den Farbpaletten kann ich jetzt besser umgehen und sowas halt. Da wird es da in der Hinsicht auch nochmal besser. Weil, na gut. Ich will nichts dazu sagen, weil das waren meine ersten Videos, aber Narcos ist halt schon, das ist halt schon was anderes. Ja, werde ich auch irgendwann so einer dieser Leute sein, die, keine Ahnung, nach 10 Jahren irgendwie YouTube gucken, so, oh, ich kann ja gerne mal auf mein erstes Video. Was ich nicht kann, weil mein allererstes Video, was ich gemacht habe, war eine Probeaufnahme und die bis heute eine der besten Aufnahmen, die ich je gemacht habe. Ich habe mich bei dieser Aufnahme, ey, wirklich weggeschmissen vor Lachen. Ich habe mir so, ah, Digga, Beste. Ah, weil ich dann ich mache dann irgendwelche Jokes, wie ich dann, keine Ahnung, mit Pablo Escobar fischen gehe oder so eine Scheiße. Also ich laber halt einfach Scheiße, ich fand's halt lustig, aber es ist genauso wie alles, was mit Fall Agony passiert ist, einfach alles futsch wegen Blue Light of Death. Aber ich habe Blue Light of Death besiegt, deswegen hörst du das hier überhaupt noch. Deswegen existiert das hier noch, also. Ne, deswegen jetzt Blue Light of Death kannst du folgendermaßen besiegen. Du machst deine PlayStation aus, aber nicht über den Power-Knopf, sondern du gehst auf deinen Home-Button, hältst Home-Button gedrückt, tippst zweimal nach unten X, einmal nach rechts X, halt um die PlayStation auszumachen. Du hast aber kein Bild vor dir, deswegen siehst du es nicht. Wartest, bis die ausgeht. Wartest dann nochmal 5 bis 10 Minuten, bis wirklich die Oberseite der PlayStation, die muss komplett kalt sein. Dann ziehst du den Stecker raus, den Stromstecker. Und packst die PlayStation auf einen anderen Tisch. Es muss wichtig sein, also es ist am besten ist ein Tisch. Es soll jetzt keine kühlende Unterlage sein oder keine warme Unterlage. Es soll eine neutrale Unterlage sein. Aber du wirst merken, na, wenn du deinen Tisch anfasst, na, der wird mehr als nur warm sein. Also meiner hat leicht geraucht.
So, wahrscheinlich auch die CPU drin, die geraucht hat. Und dann habe ich es auf einen anderen Tisch getan. Ich habe eine Woche gewartet und dann habe ich die PlayStation wieder angeschlossen. Und dann ging sie wieder. Als wäre nie irgendwas gewesen. Andererseits ist, wenn du die PlayStation unbedingt sofort wieder nutzen willst, kannst du auch Folgendes machen, indem du die halt in diesem Modus startest, in diesem Safe-Modus. Das ist PlayStation gedrückt halten, selbst wenn dieses Ding kommt, wo sie angeht, im blauen Modus weiter gedrückt halten, dann startet die in diesen Power-Safety-Modus. Dann hast du diese 480 mal irgendwas Auflösung, also diese richtige minimalistische Auflösung. Und dann kannst du bei den Systemeinstellungen PlayStation resetten drücken. Da ist aber dein kompletter Speicher und deine ganze Scheiße weg. Also alle Spiele, aller Speicher, die auf der PlayStation ist, alle Videos, alles, wirklich alles ist weg. Ja, so also, das ist mir beim ersten Blue Light of Death passiert. Und habe das nämlich so gemacht und habe Blue Light of Death damit aber nicht besiegt. Nee, nee, nee. Die hat dann einen Tag funktioniert, danach war wieder Blue Light of Death. Deswegen ist es, wenn ihr Blue Light of Death habt, nicht zu empfehlen. Es kann sein, dass ein falsches System, also dass das Update falsch installiert wurde. Aber in der Regel macht er da nicht Blue Light of Death, sondern der zeigt dir dann laufend CE irgendwas Fehlercodes an. Er zeigt dir laufend, du willst Apps starten wie YouTube oder Netflix oder Spiele und der startet 2 Minuten lang Fehlercode, 2 Minuten Fehlercode und irgendwann stürzt der ab, startet sich neu. Und dann, wenn du spielen willst, wieder nach 2, 3 Minuten Fehlercode, hier Fehlercode da. Dann weißt du, okay, du musst die resetten. Du musst irgendwie alle deine Sachen auf ein Speichermedium packen und dann kannst du die resetten, dann geht die wieder richtig. Aber Blue Light of Death ist einfach das Wichtigste. Ausmachen, warten, bis die kalt wird, Powerkabel ziehen, eine Woche lassen. Ich habe es eine Woche gelassen, einfach weil ich habe irre viel zu dem Zeitpunkt mit der PlayStation gespielt. Je mehr du spielst, desto länger musst du es lassen. Ja, und dann hat sie wieder funktioniert. So, das ist jetzt mal am Ende noch von dem Video, von dem Dark Souls Video, nochmal eine Erklärung, wie du Blue Light of Death besiegst, weil das ist, ey, jetzt ist wichtig, Leute. Auch Red Light of Death, mein Bruder hat es geschafft. Red Light of Death, sein erstes Red Light of Death hat er besiegt. Aber das zweite war halt noch mehr Killer. Das zweite war halt nicht nur komplett roter Ring, sondern diese verfickte Leuchte von der Xbox war nicht mehr grün, sondern hat auch rot geleuchtet. Also nicht nur diese Red Ring of Death, sondern auch diesen Dot of Death, oder wie diese Scheiße heißt bei Xbox. Das war auch vor über 10 Jahren. Ich war über 10 Jahren einfach Xbox mit Red Dead Redemption. Xbox 360. Auf jeden Fall, das hat er einmal besiegt, bis dann halt diese mit rote Licht in der Mitte kam und das war dann nochmal eine Katastrophe. Ah, PS5 ist immer noch ausverkauft, ich habe hier kein Geld dafür, aber was soll's. So, jetzt genug gebabbelt. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Tschö. Und irgendwann eines Tages will ich auch nochmal einen Zweitkanal auf, der nichts mit Gaming zu tun hat, aber dafür müsste der hier erstmal laufen. Tschö.